aber was kostet der? 60 Euro im Monat? 70 30 Euro im Monat bei mir aktuell. Ich hatte so einen 24-Stunden-Deal bei Facebook. Ah. Na, 30 Euro sind auf jeden Fall, da zahle ich für mein Entertain mehr. Ich stand auch sogar mit allen Paketen, mit Sport und so was, weil ich gar nicht brauche, Fußball und Champions League. Oh, voll gut. Eigentlich. Ja, aber wenn ich das... Wie soll das funktionieren? Wenn ich das so nehmen würde, wie ich das gerne hätte, würde mich das, glaube ich, 59 Euro im Monat kosten. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ich weiß echt noch nicht, wie das gehen soll mit der Ecke. Ich auch nicht. So, da stehe ich echt noch ganz dumm. Ich müsste mir eigentlich Abos abholen. Ah, ich weiß es. Ja, mit der Wand, ja, aber das ist halt nicht so einfach. Ja, du musst auch du musst mal Shift drücken auch. Was? Nein! Oh fuck, okay, Shift drücken? Wenn du Shift gedrückt hältst und du dann aus dem Wasser rauskommst, dann springst du so hoch oder das liegt nur an der Wand. Nee, das liegt nur an der Wand. Okay, ja dann, mit der Wand. Ja, das stimmt, das muss. Ja, dann ist das ja nicht so schwierig. Doch, das ist schwierig! Ja, aber das mit der Wand habe ich nicht gecheckt. Weil das habe ich gerade eben erst gecheckt, dass man da auch so höher springen kann. Dadurch. Jetzt muss ich erstmal wieder da hinkommen, ey. Das ist nämlich jetzt auch kein 100% Garant, dass ich an die scheiß Leiter da dran komme. So, jetzt. Jetzt mache ich das. LOL! Jetzt mache ich das. Aufgepasst. Machst du eh nicht. Ich glaube dir nicht. Doch, ich mache das jetzt. Und, warte. Fuck, wie der wieder nicht hochgesprungen ist. Boah, wann springt der denn da immer hoch? Ja, du musst gegen die Wand drücken. Ja, ich weiß, aber habe ich gerade gemacht. Aber irgendwie war ich noch nicht richtig aus dem Wasser raus, habe ich das Gefühl. Komm schon, Alter, das ist auf jeden Fall machbar. War alles auf der Map hier machbar. Ja, stimmt. Da sind wir von früher auch noch echt andere Sachen gewöhnt. Ja. Aber das mit dem Wasser, das finde ich ehrlich gesagt nicht so geil irgendwie. Da habe ich lieber so schwere Leitersprünge und so einen Scheiß. Aber das Wasser finde ich jetzt, das ist wieder so. Ja, so leicht random. Irgendwie. Ja, ja. Nein! Ach, weißt du, wie man da auch direkt weggedrückt wird von der Scheiße? So, mal die zu gucken. Warte. Okay. Warte, jetzt und... Nein! Oh, ich war aber schon ganz nah dran. Also ich habe das Wasser schon berührt, ich bin nur nicht drin hängen geblieben. Wahrscheinlich ist das irgendwie einer von 18 Sprüngen, ja? Der erste von 18 dieser Art. Ach, mach doch jetzt nicht so einen Scheiß da mit dieser dämlichen Leiter. Ich habe das Gefühl, dass wenn man das erste Mal aus dem Wasser kommt, man höher springt, als wenn man beim zweiten Mal aus dem Wasser kommt. Das meinst du nur, Peter. Nee. Lol, Bram hat das Wasser auch mit seinem Schwanz berührt. Richtig drauf geklatscht hat er. Hast du das auch mit der Wand gemacht? Ja. Ich war in dem Wasser drin, aber ich hatte zu viel Schwung von oben, bin da durchgefallen. Ja, Peter, das ist nicht nur die Kunst, da überhaupt hinzukommen, sondern auch noch dann da drin zu bleiben. Ja. Ich habe noch keine 100%ige Möglichkeit gefunden, auch da an dieser Leiter zu bleiben. Das ist auch. Naja. LOL! Nicht so easy. LOL. Was ist denn jetzt los? Was soll das? What the fuck? Lalalalalalalalala. Oh, jetzt darf ich das auch mal wieder probieren hier, ey. Mach das nämlich jetzt. Ich habe den Urin.
Nein! Lol, wie soll das denn gehen, Alter? Ich war auch jetzt in dem Wasser drin, aber du fällst ja voll krass da durch. Ja, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir noch gucken. Ach. Alles ein bisschen komisch gerade. Ich muss sagen, ich hab voll Bock auf Altes. Echt jetzt? Also so richtig Bock? Ja, so richtig. Ich kann halt die gar nicht nachvollziehen. Du hörst das schon an der Stimmlage. Ne, also so, ja, zucken okay, aber so richtig. Ja, what the ist fuck? Anderes. Das funktioniert ja hier auch mit den Wänden. Wobei, ist ja hier nicht. What the fuck? Was ist denn jetzt kaputt da oben, ey? Ich bin gerade Inkompetenz. Nüdelchen. Ah! Lol. Shit! Okay, wie funktioniert die Scheiße hier? Alter, wie auch immer das machbar sein soll. Ja, das ist das Nervige, wenn man nicht mal so einen Ansatz hat, weißt du, wenn man so denkt, scheiße, was zum Teufel soll ich bitte machen? Ja, wahrscheinlich, man muss wahrscheinlich schon den Schwung von dem Wasser mitnehmen, das, was dich da hinträgt. Ja, glaube ich auch. Jetzt kannst du das beim nächsten dann auch nicht blocken. Blocken, Quatsch, stoppen. Sondern musst direkt weiterjumpen, weil danach kommt wieder ein Zweier. Im Ernst? Ja. Oh ja. Holy fuck. Holy fuck, wie viele danach noch kommen! Auch alles Zweier? Nee, nicht alles. Aber da ist ein Checkpoint zwischen. Einer, wieder ein Zweier, einer, ein Zweier, einer, ein Zweier um die Kurve. Aber wie gesagt, das ist noch ein Checkpoint vorher halt. Echt? Hier ist ein Checkpoint. Ach, wow. Gott. Alter. Unbelievable, baum, 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 wie ich da nicht hinkomme. Jawohl. Moment, ich muss aber ganz kurz. Ach, Moment. Kann echt nicht wahr sein. Bram, musst du ja genau an der Stelle stehen bleiben. Ja. Moment. Wie hieß nochmal das Lied von Helene Fischer? Atemlos durch die Nacht? Ja. Alles klar, muss ich mal kurz anmachen. Das ist scheiße, wie der da steht. Oh, wie still Bram ist. Bram muss jetzt zuhören. Naja, der erfährt gerade Glück. Erfährt gerade, was Glück bedeutet. So, pass auf, Leute, jetzt machen wir das. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Du machst das sowieso nicht, Peter. Ach, das ist doch scheiße! Das finde ich jetzt ehrlich gesagt äußerst demotivierend, weil ich keine Ahnung habe, wie das gehen soll und sowas demotiviert. Kann ich nachvollziehen. Weil dann halt dieses immer bis dahin kommen, weißt du, wenn du die ganze Zeit nur den Sprung probieren könntest. Ja, richtig. Okay, aber. LOL, jump ich von der Leiter weg und fick mir selbst in den Arsch. Ach, und wieder nicht gesprungen. Fuck. Ach komm, ey. Ich finde den neuen Schlager, den man mittlerweile hört, der erinnert mich immer total so ein bisschen an Alexander Markus, weil das ist quasi alles so ein bisschen verbunden mit Elektromusik. Ich kenne Alexander Markus gar nicht. Na, oh, Papa, ja, Papa, ja. Ja, achso, okay. Na, hallo, Alexander Markus hat in einem YouTube-Video einfach eine Muschi gezeigt, ja? Eine Gummimuschi. Eine Gummimuschi.
Oh mein Gott! Jawohl, das ist doch nicht! Bullshit einfach nur! Boah, Alter! One in a thousand ist das wahrscheinlich. Chancetechnisch. One in a chamber ist das. Ja, chancetechnisch. Ah! Du Hurenkack! Jawohl, nicht! Oh, Alter. Don't play with my feelings like that. Boah, da hing ich auf der Leiter drauf, dann bin ich wieder drüber. Ja, du freust dich halt, wenn du tatsächlich bei dem Absprung die Wand mitnimmst, dann denkst du dir, jawohl, jetzt machst du's, weißt du? Und dann fliegst du und dann siehst du das Wasser des Glücks und dann verwandelt es sich einfach in den Teufel persönlich. Dann reißt du die Seele raus und sagst, don't mess with me, bitch. I'm the water god. I'll fuck your ass. With water. The water, my friend. Ich bin ganz unkompetent, ich komme nicht auf die zweite Höhe. Boah, ich komme gerade auch nicht an die Leiter da dran, ey. Ja, Nee, doch. Das sah geil aus. Boah, ich will das nur mal wieder machen, ey. So schwer ist das doch nicht. Oh. Ich frage mich, ob man den Wandsprung da wirklich für braucht. Wenn man dann, wie gesagt, boah, fick halt mich so doch richtig dick in den Schokoseestern. So, liebe Freunde, wir probieren jetzt mal was anderes. Nein, du sollst nicht so hoch. Nein, ach, scheiße. Und zwar von hier aus. Hätte er nicht geschafft. Ja, was willst du davon, den Checkpoint einfach aufzumachen? Wenn wir das demokratisch zusammen entscheiden, wäre ich sogar fast dafür. Also ich wäre dafür. Der Problem ist, dass es danach noch weitergeht mit solchen Sprüngen. Aber ja, dann aber man wenigstens dann haben wir nur die Sprünge. Ja, das stimmt. Was sagst du, Bram? Ah, das ist nicht machbar. Open Checkpoint, go go. Ja, Mann, Checkpoint gefunden. Okay. Ja, sehr gut, Leute. Aber gut gemacht. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt in diese Richtung weiter. Oh jetzt, Gott. Jetzt geht er nämlich wieder los mit dir, Scheiße. Ach Gott. Das ist nicht. Ich weiß ja noch, was ich bis jetzt in jeder Adventure Map, immer wenn es zu diesen Wassersprüngen kam, ich immer aufgegeben habe. Weil ich es nie verstanden habe. Wobei ich die Technik ehrlich gesagt ganz witzig finde, aber ich bin einfach zu blöd für. Boah, jetzt habe ich eine Idee. Okay, jetzt kommt das. Ich habe leider noch keine. LOL! Schade, ich dachte, das hilft dir. LOL, ich habe auch eine Idee. Bram, springen wir nach vorne. Ach, scheiße, ich dachte, ich könnte da drauf stehen. Ah, fuck. Ich dachte, der wäre hier oben. Man könnte drauf stehen. Und, das ist so eine Hure. Könnte dann auf den Sims da springen, weißt du? Okay, Leute, man darf auf jeden Fall nicht stoppen, das ist schon mal klar. Ich habe tatsächlich den ersten Sprung geschafft. Boah, Peter, ey. Und danach verkackt. Und zwar, wie du es gesagt hast, nicht stoppen. Ja, aber ich fall da immer durch. Ja, diesmal ich auch, aber man fällt nicht immer durch. Ist natürlich hilfreich. Ich liebe 100% Sachen. Ja. Oh ja. Ja! Ah! Ah! Fast! Ist das Kacke oder nicht? Das kann ich verstehen. Oh Spaß, ich gebe das jetzt schon wieder auf. Das ist für mich nicht machbar. Weil wenn ich mir das so von unten angucke, könnte ich jetzt schon wieder kotzen.
Ja, da schaffst du zwei Sprünge und den nächsten schaffst du wieder nicht. Ach komm, Alter. Da! Der hat's wieder geschafft. Es ist machbar. Nein. Nicht so. Da.